Hallo, mein Name ist Thomas Fischer. Ich bin Professor für Pflegewissenschaft und der Studiengangsleiter für die pflegerischen Studiengänge an der Evangelischen Hochschule Dresden, der EHS. Ich will Ihnen in den nächsten Minuten ganz kurz vorstellen, worum es eigentlich geht, inhaltlich bei unserem Bachelorstudiengang Pflege. Und ich möchte Sie ein bisschen neugierig auf den Studiengang machen und Ihnen vielleicht auch erzählen, weshalb ich finde, dass Pflege ein wirklich toller Beruf ist. Ein Beruf, den ich immer noch liebe, für den ich immer noch brenne, für den ich große Leidenschaft habe. Obwohl ich ihn vielleicht ja schon ein paar Jahre, ich fürchte mittlerweile ein paar Jahrzehnte mache. Was ist denn eigentlich Pflege? Ja, das ist so ein Begriff, den wir ständig und überall hören und der ganz unterschiedlichen Zusammenhängen gebraucht wird. Und ich versuche mal vielleicht ein paar Aspekte zu nennen, was Pflege eigentlich ausmacht. Und ich fange mal so an zu fragen, was braucht man denn für gute Pflege? Und ich würde sagen, ja klar, das, was man häufig hört, und Sie kennen vielleicht auch das Symbol, dass man ein gutes Herz für Pflege braucht, da stimme ich zu. Ja, braucht man Kreislauf. Blut muss gepumpt werden. Ohne ein gutes Herz-Kreislauf-System ist das mit dem Leben insgesamt so ein bisschen anstrengend. Insofern, man braucht auch ein gutes Herz für die Pflege, denn manchmal geht einem ganz schön die Pumpe und es wird manchmal aufregend und manchmal auch anstrengend und dann geht der Puls auch nach oben. Man braucht natürlich auch Empathie, Einfühlungsvermögen, also eigentlich das Können, sich in die Position des Menschen, mit denen man arbeitet, zu begeben. Man muss nicht mitleiden, darum geht's nicht. Aber aus den Augen einer anderen Person zu verstehen, wie die Welt aussieht, wie die Situation aussieht, also sich in einen anderen Menschen hineinversetzen zu können. Das ist eine große Kompetenz in der Pflege. Und manchmal für viele steht das Herz dafür. Also man braucht auf alle Fälle ein gutes Herz. Ohne Zweifel braucht man auch Hände. So ein bis zwei sind ganz hilfreich, denn in der Pflege geht es darum, zupacken zu können. Es ist kein Beruf, keine Profession, die man am Schreibtisch ausüben kann, zumindest nicht nur. Auch am Schreibtisch braucht man die Hände zum Beispiel, um die Computertastatur oder die Maus bedienen zu können. Aber so eine Hand braucht man, um jemanden an die Hand nehmen zu können, um ihn unterstützen zu können, um jemanden berühren zu können und vielleicht manchmal auch, um jemanden waschen zu können oder um Blutdruck zu messen. Manchmal muss die Hand ganz sanft eingesetzt werden. Und manchmal kommt es darauf an, kräftig zupacken zu können, um vielleicht Schaden zu verhindern oder um jemandem zu vermitteln, ich bin da für dich. Ich lasse dich nicht alleine. Ich unterstütze dich und du kannst dich auf mich verlassen. Dazu braucht man Hände. Und deswegen braucht man gute Hände in der Pflege. Aber weder Herz noch Hände alleine reichen aus für gute Pflege. Man braucht vor allen Dingen das, was wir alle in unserem Kopf haben, nämlich ein gutes Gehirn. Man muss denken können, man muss nachdenken können, reflektieren, eine Situation unterschiedlich betrachten, ihre Bedeutung erkennen. Man muss in die Bibliothek gehen können, Informationen finden, im Internet recherchieren, Datenbanken analysieren, man muss vielleicht wissenschaftliche Studien verstehen und Ergebnisse beurteilen können. Man braucht also eine große, große Fähigkeit, Situationen zu beurteilen und dann Fachwissen, wissenschaftliches Wissen auf die Situation anzuwenden und dann mit der pflegebedürftigen Person oder mit dem Patienten die richtige Lösung für ihn oder sie zu finden. Dazu braucht es Köpfchen. Man braucht also für die Pflege Herz, Hand und Hirn. Und überlegen Sie mal, wie viele Berufe es gibt, wo man so vielfältig seine Kompetenzen, sein Können, seine ganze Person einsetzen kann. Ich glaube, es sind nicht so viele. Und deswegen liebe ich Pflege so sehr, weil Pflege uns auf ganz vielen Ebenen unserer Persönlichkeit fordert, weil es wahnsinnig knifflige Probleme zu lösen gibt. Das macht mir Spaß.
Aber weil ich es auch wirklich mag, zuzupacken und ganz praktisch zu unterstützen und zu begleiten. All das macht Pflege für mich wahnsinnig wertvoll. Ich habe sehr viele, sehr schöne Situationen mit Familien, mit pflegebedürftigen Menschen erlebt. Und ich kann mir keinen anderen Beruf vorstellen, ich habe es probiert, für den ich so viel Leidenschaft empfinde und der mich in meiner Profession, in meiner Beruflichkeit so sehr fordert und der immer wieder dazu einlädt und erfordert, dass ich dazu lerne, dass ich schlauer werde, dass ich mein eigenes Handeln besser mache. Es ist ein toller Beruf. Und vor allen Dingen verbindet er Technik. Sie sehen hier ein Bild aus einer Kinderintensivstation. Das müssen wir als Pflegefachleute beherrschen, wenn man in dem Bereich tätig ist. Mit Berührung, Menschsein, als Mensch für einen anderen Menschen Dasein und Köpfchen und Nachdenken. Das ist eine tolle Kombination. Und es ist eine Kombination, die nicht langweilig wird, die ich auch immer wieder neu justieren kann im Laufe meines Berufslebens. Es ist kein Bürojob, wo ich 30 Jahre immer dasselbe mache. Definitiv nicht. Jeden Tag in der Pflege, jeder Tag ist anders. Jeder Tag bringt neue Möglichkeiten zum Lernen, neue Herausforderungen mit sich. Und das ist wahnsinnig schön. Bei der Pflege geht es vielleicht anders als in der Medizin nicht so sehr um die Krankheit oder das Gesundheitsproblem an sich, sondern es geht darum, wie Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen und Anforderungen umgehen. Wir helfen Menschen dabei, trotz Krankheit, trotz Pflegebedürftigkeit ein gutes Leben zu leben. Wir helfen ihnen dabei, wieder gesünder zu werden oder gesund zu bleiben, wenn wir Prävention und Gesundheitsförderung mit ihnen machen. Nicht zuletzt sind wir da, wenn das Leben zu Ende geht. Pflegende begleiten bis zum letzten Atemzug. Sowohl die Person, um die es selbst geht, als auch ihre Familien. Und Pflege fängt ganz am Anfang des Lebens an. Zusammen mit unseren Kolleginnen, den Hebammen, begleiten wir Leben von den ersten Minuten bis zu den letzten Minuten. Wer kann das sonst von sich sagen? Pflege ist eine Profession, der Menschen vertrauen. Und Pflege ist eine Profession, jeder, der mal Pflege gebraucht hat, der wirklich krank oder pflegebedürftig war, weiß, welche herausragende Rolle Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen gespielt haben, um wieder auf die Beine zu kommen oder um sein Leben unter neuen Umständen einzurichten. Um das leisten zu können, hilft ein Pflegestudium als Grundlage. Wir brauchen gutes, wissenschaftlich basiertes Wissen. Wir müssen lernen, diese unterschiedlichen Anforderungen zu meistern. Und zwar nicht nur die, wofür man seinen Kopf braucht, nicht nur die kognitiven Anforderungen, sondern auch die, wo man das Herz, die Empathie für braucht. Das kann man nämlich auch üben und trainieren. Genauso wie das, wo wir unsere Hände für brauchen. Auch das üben wir im Studium und lernen im Studium. Es geht also beim Bachelor of Science in der Pflege darum, ganz umfassend all das zu lernen, worum es in der Pflege geht, von der Theorie bis in die handfeste Praxis als Mensch an der Seite eines anderen Menschen. Und zwar nicht als Laie, sondern als jemand, der auch mit ganz hochkomplexen Situationen zurechtkommt, der erkennen kann, worum es geht, der analysieren kann, wo der Kern des Problems liegt und wo vielleicht Lösungsmöglichkeiten sind, der dann Lösungen umsetzt zusammen mit pflegebedürftigen Menschen und der gleichzeitig auch koordinieren kann. Denn so ein Gesundheitswesen, so ein Gesundheitssystem ist hochkompliziert und Patientinnen und Patienten wünschen sich häufig jemand, der ihnen hilft, hier zu navigieren. Wir sind auch sowas wie die Lotsen im Gesundheitssystem für pflegebedürftige und kranke Menschen. Mit einem Pflegestudium im Rücken können Sie Pflegepraxis entwickeln. Sie können Forschung mit anwenden, aber auch Fragen an Forscherinnen stellen. Aber im Kern geht es wirklich darum, ganz alltäglich zu pflegen, in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, in ambulanten Pflegediensten, in der Psychiatrie, wo auch immer Sie sich das vorstellen können, in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, all diese Felder
lernen sie im Studium kennen. Und Pflege ist generalistisch in unserem Studium angelegt. Sie lernen, Pflege leisten zu können für ganz junge und ganz alte und nicht so alte Menschen in jeder Lebenssituation. Es ist also ein generalistisches Studium. Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt der Pflege und auch des Studiums. Wir studieren nicht Krankheit. Wir studieren den Menschen. Wir wollen, dass diejenigen, die bei uns studiert haben, verstehen, was Menschen ausmacht in ihrem sozialen, in ihrem psychologischen, in ihrem gesundheitlichen Sein. Der Mensch in seiner Gesamtheit ist das, was uns interessiert, und wir denken, dass das die Grundlage für gute Pflege ist. Nicht in erster Linie Pathologie und Physiologie. Die braucht man auch. Die gehört zum Mensch dazu. Aber der Mensch ist vielfältiger, und deswegen stellen wir das Studium unter das Leitbild den Menschen studieren und daraus pflegerische Verantwortung, praktisches pflegerisches Handeln, aber auch Beziehungsgestaltung aufbauen, meistern zu können. Beides gehört zusammen, und im Herzen geht es wirklich darum, den Menschen zu verstehen und Menschen zu studieren. Wir haben das Studium in drei Themenfeldern aufgebaut, und diese Themenfelder sind, merken Sie schon, auch nicht an Krankheiten orientiert, sondern erstens daran, wie ist der Mensch in seinen Beziehungen, den Mensch in Beziehungen verstehen, Autonomie und Abhängigkeitserleben im Lebenslauf. Wir sind nie ganz selbstbestimmt. Der Mensch braucht immer andere Menschen. Aber Ziel von Pflege ist es, dass Menschen möglichst selbstbestimmt leben können, auch wenn sie krank sind und pflegebedürftig sind oder eine Behinderung haben. Und dass sie aber auch damit gut umgehen können, wenn sie abhängig sind von Hilfe und die auch annehmen können. Für Pflegende stellt sich die Frage, wie helfe ich so, dass es unterstützt und nicht behindert, dass es den Menschen, der Hilfe braucht, selbstständiger macht und nicht noch abhängiger macht. Und als drittes, Pflege ist eine Profession. Wir sind als Heilberuf mit großer Verantwortung für einzelne Menschen, aber auch für die Gesellschaft ausgestattet. Und dazu gehört eine professionelle Haltung, also wie wir Dinge tun, wie wir kommunizieren, wie wir für unseren Beruf, aber auch für Menschen, die krank und pflegebedürftig sind, eintreten. Dazu geht es um professionelles Handeln und professionelle Haltung im Studium. Auch das ist Teil des Studiums. Wenn das jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt klang, und hier nochmal einige konkrete Beispiele, und Sie finden weitere Ausführungen dazu ja auf unserer Internetseite, wo auch nochmal dargelegt wird, was Sie eigentlich bei uns lernen können. Sie finden das Training wirklich klinischer Fertigkeiten im Teil des Studiums. Blutdruck messen, eine Wunde versorgen oder einen Menschen, bei dem das Herz nicht mehr so schlägt, wie es soll, in einem Notfall zu versorgen. Ganz praktische Dinge. Aber auch wissenschaftliches Arbeiten, Recherche, Auswertung von Studien, gute Informationen, gutes Wissen finden für die pflegerische Praxis, also Pflegeforschung und wissenschaftliches Arbeiten und die Anwendung dieser Erkenntnisse für die Praxis spielen eine große Rolle. Kommunikation, beraten, informieren, anleiten sind wichtige Tätigkeiten für die Pflege, sowohl für den einzelnen Pflegebedürftigen als auch für Familien. Und sowas üben Sie zum Beispiel bei uns im Studium mit Schauspielpatienten. Sie können das richtig trainieren, wie man das macht und wie man auch eine kniffige Gesprächssituation meistert. Wir gucken uns das in der Lebenslaufperspektive an. Was sind typische gesundheitliche Anforderungen an Kinder, an Erwachsene, an ältere Menschen? Wie bleiben Menschen gesund? Machen wir im Fach Prävention, Gesundheitsförderung, schauen wir an, was können wir dazu tun, dass Menschen gesund bleiben oder wieder gesund werden. Digitale Technologien sind ein großes Thema für die Zukunft, und im Studium werden wir sie fit machen, dass sie mit den Anforderungen von E-Health und digitaler Gesundheit gut umgehen können. Aber nochmal ein wichtiges Thema: Anthropologie, den Menschen studieren, auch das kommt im Studium vor. Der Studienabschluss
lautet Pflegefachfrau, Bachelor of Science oder Pflegefachmann, Bachelor of Science, und er vereint den Berufsabschluss nach Pflegeberufegesetz, also die geschützte Berufsbezeichnung Pflegefachmann, Pflegefachfrau, mit dem Hochschulabschluss, mit dem Studienabschluss. Sie haben also beides. Zur Struktur des Studiums haben wir Ihnen noch ein anderes Video aufgenommen, da können Sie noch mal nachschauen dazu. Bewerben Sie sich direkt bei uns an der Hochschule. Zum 1. April ist jeweils der Bewerbungsschluss für das dann kommende Wintersemester. Im September geht dann das Studium jeweils los. Sie finden weitere Informationen auf unserer Internetseite und in den anderen Videos. Und Sie können sich auch direkt gerne an uns wenden per E-Mail. Die E-Mail-Adresse sehen Sie hier eingeblendet. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie zu uns zum Studium kommen. Ich würde mich freuen, wenn Sie die Leidenschaft für die Pflege entdecken, wenn Sie den Spaß und die Herausforderung an diesem tollen, vielfältigen und ganz bestimmt niemals langweiligen Beruf mit uns teilen.